Oben hui, unten oft pfui. Egal ob an großen oder kleinen Schiffen, unter der Wasseroberfläche können sich tausende Lebewesen am Rumpf ansiedeln. Grundlage dafür ist der leicht schmierige sogenannte Biofilm. Der bildet sich nach kurzer Zeit an Oberflächen, die mit Wasser in Kontakt waren oder sind. Auch die 146 Meter lange Rudolf muss mindestens einmal im Jahr aufwendig gereinigt werden. Heute kontrolliert Jan Kelling mit einem seiner Mitarbeiter die Ultraschallanlage, die seit 2 Jahren an mehreren Punkten von innen am Kühlsystem installiert ist. Diese Ultraschallköpfe erzeugen den Schall. Unser System beschallt in diesem konkreten Fall die Kühler für die Maschinenkühlung mit Ultraschall in einer Art und Weise, dass auf diesen Oberflächen der mit Seewasser in Kontakt tretenden Oberflächen kein Biofilm entsteht. Und Biofilm ist die Basis für jede Pockel, jede Muschel, alles, was da als Marienbewuchs bekannt ist und da anwächst. Das verhindert dieses System. Reedereien können Reinigungskosten in Millionenhöhe einsparen, sagt der Hersteller, nicht nur im Kühlsystem. Der gesamte Rumpf lässt sich samt Schraube mit Ultraschall sauber halten. Es gäbe auch weniger Korrosion. Und der Verbrauch sinke. 400 Schiffe sind bereits mit der Kieler Technik ausgestattet. Sie gleiten mit weniger Reibung durchs Wasser, sparen dadurch tausende Tonnen Treibstoff und nebenbei auch tausende Tonnen CO2. Wir reden darüber, dass wir mit der Technologie auf Schiffsrümpfen, die nicht mehr Bewuchs tragen, auch das Verschleppen fremder Arten verhindern, was enorme Auswirkungen hat auf Ernährung in Teilen der Welt. Auch in der Lebensmittelverarbeitung wird das Ultraschallsystem aus Kiel von immer mehr Unternehmen eingesetzt. Dort, wo Lebensmittel gewaschen, verarbeitet oder eingefroren werden. Und erste Getränkehersteller nutzen es an Flaschenreinigungsanlagen. Flächen und Maschinen werden kalk- und damit auch bakterienfrei. Eine ganz große Vision ist natürlich, das auch einzusetzen in der Trinkwasserversorgung, Gutes damit zu tun. Gebraucht wird, also Probleme mit Wasser sind überall, in jedem Prozesswasser, Trinkwasser, überall sind die Probleme ähnlich. Und wenn wir dort helfen können, dann wären wir natürlich schon glücklich. Knapp 20.000 Euro kostet ein System mit 8 Ultraschallköpfen. 350.000 Euro für den Rumpf eines ganzen Schiffes. Im vergangenen Jahr haben die Kieler 150 Systeme verkauft. Das Interesse wachse stetig. Auch die ersten Kreuzfahrtunternehmen setzen auf ihre Erfindung, die noch viel bewegen könnte. An Land und zu Wasser.